Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4, der 100 Baby Challenge. Ja, meine Lieben, wir machen weiter hier mit der Baby Challenge. Es geht weiter. Woohoo. Ich guck mal gerade bei den Fähigkeiten bei den Kleinen, wie es da ausschaut. Wobei, das hier sind ja noch die ganz Kleinen, die haben ja noch nicht sehr viel gelernt. Aber wie sieht es denn bei ihm aus? Hier, Bewegung müsste er lernen. Dann kann er nämlich auch schon altern. So, wie schaut es bei euch aus? Okay, Hausaufgaben sind abgeschlossen. Gut. Er ist ein Dreier-Schüler und er auch. Also wir müssen da jetzt tatsächlich ein bisschen warten, bis dann mal wieder ein Kind ausziehen kann, bis wir dann die letzten drei Kinder angehen können. Und ich werde mich übrigens jetzt auch nicht mehr auf die Bestreben und sowas konzentrieren. Was ist das hier eigentlich? Pflanzensim. Die Pflanzensim-Herausforderung endet in 9 Tagen und 9 Stunden. Schließe die Sammlung ab, indem du mit Pflanzensims sprichst, um auf ihrer aktuellen Laune basierende magische Bohnen von ihnen zu erhalten. Wenn du mehr erfahren und deinen eigenen magischen Pflanzensims-Stamm erhalten möchtest, rufe Jasmin Holiday an und frage sie nach der Pflanzensim-Herausforderung. Aha. Ja gut, ne? Ich glaube, 9 Tage, nee, das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil ich nicht die Zeit habe, um hier jetzt stundenlang diese Pflanzensims zu suchen, weil ich ja noch so viele andere Projekte habe und es kommen ja auch noch ein paar dazu in den nächsten paar Tagen. Deswegen, nope, machen wir das nicht. Das hier ist übrigens die Jasmin Holiday. Ich kann sie ja mal einfach dazu befragen, aber gut. So, du, mein Kleiner, du kannst einfach mal bitte ein bisschen herumlaufen. Oder noch besser, du gehst nach oben in dein Zimmerchen und spielst mit den Bauklötzen oder so. Und baust da einen Turm. Das ist wahrscheinlich noch besser. So, wo bist du? Du bist auf dem Weg zum Bett. Alles klar, leg dich ruhig hin, das ist vollkommen in Ordnung. Mach das mal. So, unsere liebreizende ist hier am Duschen. Für kurze Zeit steht die Pflanzensim-Herausforderung zur Verfügung. So geht's. Suche in der Nachbarschaft nach Pflanzensims. Wenn du welche gefunden hast, bitte sie um eine magische Bohne und so weiter und so fort. Ja, gut, okay. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, hier die ganze Zeit hier so rumzusuchen und zu hoffen, dass ich einen Pflanzensim finde. Nee, 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 das machen wir nicht. Ich habe es ja leider nicht von Anfang an mitgekriegt, das Event. Weil, ach, guck mal, hier ist ja sogar ein Pflanzensim. Bezaubern, vorstellen, machen wir mal direkt. Und dann um magische Butter, um magische Bohne bitten. Also dann kriegen wir vielleicht wenigstens eine. Hagash! Das ist voll traurig. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er gleich glücklich. Er ist tollpatschig und ein Insider. So, gib mir eine magische Bohne, bitte, bitte, bitte. Gib mir eine magische Bohne. Ja, er gibt mir eine. Dankeschön. So, ich habe eine magische Bohne erhalten. Kann ich ihn nicht einfach nochmal bitten um eine magische Bohne? Oh, das ist so doof. Egal. Ich werde wahrscheinlich sowieso immer wieder mal danach gucken, ne? Ich kenne mich doch. So, aber egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause. Jetzt, jetzt. Kann ich die magische Bohne einpflanzen oder so vielleicht? Wo ist sie? Hier ist sie. Was kann ich damit machen? In Welt platzieren. Nee, wahrscheinlich kann ich sie nicht einpflanzen. Ich muss sie einfach. Oh, Blueberry kommt uns besuchen. Oh mein Gott, umarmen. Wir umarmen sie. Verbrecherkumpan werden. Beängstigender Witz um hohen Kredit bitten nach Lieblingsautor fragen. Ich frage sie mal nach ihrem Lieblingsautor. Hey, was ist dein Lieblingsautor? Was rennt sie denn da auf einmal so komisch? Ach, sie ist müde, ne? Ja, sie ist ziemlich müde. Na gut. Wenn sie müde ist. Hey, hier ist noch einer. Ben Paulus? Du bist auf einmal ein Dings? Ein Pflanzensim? Nochmal für Zukunft investieren. Was? Jani verfügt über ein gewisses Kapital aus dem Verkauf eines Teils seiner Privatsammlung, das er entweder nutzen kann, um einen aufstrebenden Künstler zu sponsoren oder um wieder die Zukunft zu, oder wieder für die Zukunft zu investieren. Was soll er tun?
Nochmal für Zukunft investieren. Aufstrebendes Talent sponsoren. 200 Simoleons. Ja, komm, dann machen wir das mal. Die gesamte Kunstwelt. Was? Leistungsverschlechterung mittelgroß? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Mittelgroße Leistungsverschlechterung hier. Naja. Was will man machen? Guck mal, da ist auch noch ein Pflanzensim. Bezaubernd vorstellen machen wir dann da auch noch. Und da ist auch noch einer. Wir rennen ja ganz schön viele hier rum, ne? Magische Bohne bitten. So, gibst du mir eine Bohne? Juhu! So, dankeschön. Da hinten dann noch bezaubernd vorstellen und hier dann auch noch um magische Bohne bitten. Hier ist noch so ein Pflanzensim. Können wir uns auch mal bezaubernd vorstellen. Oh, Moment. Vielleicht sollte ich hier dann auch um magische Bohne bitten vorher. Bevor ich dann wieder weggehe. So, der andere ist jetzt bestimmt eh schon weg. Also wenn hier so viele rumrennen, vielleicht kriegen wir das ja dann doch hin. Aber wieso habe ich hier nur eins von sechs? Habe ich denn nicht gerade von dem eine gekriegt? Oder habe ich doch keine von ihm gekriegt? Doch, ich habe eine erhalten. Aber wieso habe ich nur eins von sechs? Ich habe doch schon drei. Also ich habe jetzt schon drei von, vier von sechs habe ich jetzt gleich. Merkwürdig. Dominik hat Bewegungslevel 5 der Fähigkeit erhalten. Dominik hat seine Bewegungsfähigkeit vollständig entwickelt. Er kann jetzt leicht Treppen steigen. Yeah, das müssen wir uns mal eben anschauen. Und er läuft jetzt auch ganz normal. Also fast normal. So, aber vor allem darf er jetzt altern. Woo! Er kann leicht Treppen steigen. Er krabbelt immer noch so süß darunter. Oh nein, hier hat jemand den Kuchen gefuttert. Egal, da muss ich jetzt auf jeden Fall erstmal einen neuen Kuchen backen. So, dann machen wir einen... Nee, Schokokuchen hatten wir jetzt schon ziemlich lange. Ich würde sagen, wir machen mal einen Konfettikuchen. Aber das hier verstehe ich nicht. Ich habe doch schon 4. Wieso zählt das hier nicht? Da gibt es verschiedene und ich kriege immer einfach nur denselben. Nee, eigentlich doch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt den Kuchen backen, damit der Kleine hier altern kann. Der möchte anscheinend irgendwo spielen gehen. Fall bloß nicht in den Pool. So, was schlurft die hier eigentlich so rum? Sie ist doch gut gelaunt. Wieso schlurft sie dann so? So, was hast du denn? Ach, du hast Hunger. Du willst was essen. Alles klar. So, und du? Du bist doch müde, oder nicht? Geh schlafen. So, hier wird der Kuchen gebacken. Jani ist immer noch arbeiten und sie ist hier unten jetzt mal schlafen gegangen. Na, das ist doch schön. Das ist doch schön hier, ne? Schön, schön. Alles schön auf jeden Fall. Alles mega schön. So, der Kuchen ist gleich fertig. Dann kommen da Kerzen drauf und dann können wir hier den kleinen Dominik altern lassen. Dann haben wir die drei Kids, die müssen dann halt, ja, fleißig werden in der Schule. So, Geburtstagskerzen hinzufügen. Was hat er jetzt gefragt, ob er ein Piratenschiff bekommt? Hey, bekomme ich ein Piratenschiff in mein Zimmer? Hm? So, Sim altern lassen. Nee, Moment. Moment, Moment, Moment. Helfen, Kerzen auszublasen. Dominik. Genau. So, das machen wir jetzt. Ich hoffe, das funktioniert so. Er hat in die Hose gemacht. Also, sie hat in die Hose gemacht. Stimmt ja, das ist ja unsere bezaubernde Luna. Ach, und Philipp muss ich übrigens umändern. Da habt ihr recht. Das muss ich noch machen. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Dass ich ihn ja umändern muss. Denn den Namen Philipp hatten wir tatsächlich schon mal. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Und deswegen muss ich natürlich
das dann umändern. So, Eleanor, macht das jetzt hier oder macht es nicht? Nee, sie macht das irgendwie nicht, ne? Wo ist denn der Kleine? Der ist hier. So, hier, dann mach du das doch mit ihm. Auswählen, helfen, Kerzen auszupusten, Dominik. Das muss doch funktionieren. Mach das mal bitte mit dem Kleinen. Der muss die Kerzen auspusten. Und der muss altern. Er ist soweit. Er hat die Fähigkeit perfektioniert. Er ist super. Nee, nicht sprechen jetzt. Jetzt wird hier gealtert. So. Och Mann, wieso macht ihr das denn nicht? Doch, jetzt. Jetzt. Ah, es dauert immer ein bisschen. Aber jetzt kriegen wir es hin. Ja, schön pusten. Und du wirst älter. Juhu. Oh, Blueberry muss los. Alles klar, mach's gut, Blueberry. Oh, ich konnte es nicht sehen. Jetzt ist hier nur so ein Wirbel. So, Dominik ist älter geworden. Kindheit, unendliche Kreativität, Regelverstöße und Wutanfälle warten. Möge das Spiel beginnen. Sozial haben wir schon auf 1, Kreativität auf 1, Motorik auf 2 und Mental auf 1. Na, das ist doch wunderbar. So, du kriegst jetzt Sozial und du kriegst, Moment, du kriegst mal vegetarisch, komm. Einer muss mal vegetarisch sein hier. So, und du machst dann jetzt hier bitte wieder Geburtstagskerzen drauf, damit ich das wieder in den Kühlschrank tun kann. Yeah, sehr schön. So, Dominik ist irgendwie sauer. Warum denn? Weil er Hunger hat. Nimm dir ein Stück Kuchen. Du bist sauer, weil du müde bist. Dann geh schlafen. So, Eleanor ist auch schlafen gegangen. Ja, die macht ein Nickerchen. Die legen wir mal lieber richtig schlafen, damit sie auch ausgeruht ist ohne Ende. So, was ist mit dir? Du müsstest mal zur Toilette und was essen auch. Dann kannst du dir ja auch gleich ein Stück Kuchen nehmen. So, und Candy ist auch am Schlafen. Ja, und den Kids hier geht's echt gut. Also die sind echt glücklich hier oben in ihrem Zimmerchen. Ist ja auch alles schön hier, ne? Ich finde es auch sehr schön. Ich finde, ich habe das alles sehr, sehr schön gemacht hier. Das vegetarische Gericht feiert einen Erfolg. Die Aromen, die Textur, einfach nur fantastisch. Dominik ist völlig hingerissen von diesem Gericht. Ja, das ist super. Das ist ja toll, dass ihn das so freut. So, er hat auch Hunger. Dann sollte er vielleicht auch mal was essen. So, ein Stück nehmen. Ach, guck mal hier. Guck mal, wie es sich da hingemümmelt hat. Auch unsere Luna-Maus. Die hat sich so dahin geknuddelt. Ach Gott, wie süß. Aber du kannst ruhig richtig schlafen. Brauchst nicht nur ein Nickerchen machen. Schlaf ruhig richtig. Deck dich zu. Du bist doch eh müde ohne Ende. Genau. Gute Nacht. So, schön. Jetzt schlafen sie auch richtig hier, die Kleinen. Ach Mensch. Ist das nicht schön hier? So, Telefon klingelt. Wer ist denn da? Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Markus Braun angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, habe ich auch gehört. Gesehen, gemerkt, wie auch immer. So, ich habe immer noch nur 1 von 6 Samen. Komischerweise habe ich 4 in der Tasche. Merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Aber okay, ich meine, muss ich irgendwas damit dann machen? Oder was? Ich kann die ja nur in der Welt platzieren. Oh Gott, hier das Klo, ey. Oh, das muss unbedingt mal geschrubbt werden. Na gut, das machen wir dann gleich, wenn die meisten ausgeschlafen haben. Eleanor muss dann auch mal wieder was zu essen machen. Wobei, es geht ja eigentlich bei ihr schon wieder. Nee, nicht das Töpfchen beibringen. Sauber machen wollte ich das mal. So, dann würde ich sagen, du stehst mal wieder auf. Bist ja schon wieder fast fit. Und dann kochen wir mal wieder was Leckeres. Abendessen servieren. Was gibt es denn mal? Wir machen Butternockies. Und vielleicht machen wir da noch was anderes. Mal gucken. Aber eigentlich reicht das ja auch erstmal, ne? Das reicht. So. Ja, Mensch.
Das ist ja wunderbar. Läuft ja alles hier. Hier klingelt schon wieder das Telefon. Wohn, Grundstück, Knarrenhütte. Nee, danke. Ich komme nicht rüber. Alles gut. Wie sieht das eigentlich aus hier mit unserer Gruppe? Ich glaube, ich hatte. Hey, ich habe. Ernsthaft? Du rufst mich aus dem Jenseits an, um mir das zu sagen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, meine Lieben. So, ich werde für diesen Tag, für diesen Part mal wieder einen Cut einlegen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Bis dahin. Tschüssi.